Was machen jetzt vertriebsorientierte Unternehmen systematisch anders als der Rest? Und ich komme bei diesem Thema nicht ganz drum rum, nochmal darauf hinzuweisen, dass man das, glaube ich, hinterher wissen muss, sonst kann man damit nicht arbeiten. Entweder schreiben Sie es mit oder ich schicke Ihnen hinterher die Unterlagen, ist alles gut, aber ich möchte Ihnen was dazu erklären. Wir kommen nochmal drauf, der erste Punkt ist eine vertriebsorientierte Strategie. Eine vertriebsorientierte Strategie ist eine Strategie, die ein Wachstumsziel hat. Sagen wir mal 10%, um ein Beispiel zu nennen. Wie finden die üblichen Strategie-Meetings statt? Das Management sitzt zusammen und diskutiert über die global-galaktische Wirtschaftslage. Dann überlegt man so ein bisschen, was haben wir letztes Jahr gemacht und das Jahr davor, was tut sich in unserer Branche. Und irgendwann kommt der Heilige Geist mit dazu und gibt diesen Menschen eine Zahl ein, die zum Beispiel heißen könnte 10%. Es ist nicht fundiert, es ist nicht reflektiert mit den Ressourcen, es ist nicht mit Marktforschung abgesichert, aber sie kommen mit dieser Zahl heraus und gießen die in das ganze Unternehmen ein. Und alle müssen jetzt rennen und müssen sagen, ich versuche es bei den 10% mit Beiträge zu leisten. Ich komme zurück auf mein Modell. Eine vertriebsorientierte Strategie sagt Ihnen, wie viel von diesen 10% kommt aus dem Bereich Kundenakquise. Gibt es überhaupt genug neue Kunden, die wir akquirieren können? Und wenn ja, wer macht das? Wer macht diese Kaltakquise unter Umständen? Und können die Mitarbeitenden, die wir haben, das überhaupt? Und wie viel Prozent kommen aus den vorhandenen Kunden? Und wie viel Potenzial steckt da drin, das wir noch nicht ausgeschöpft haben? Und wer schöpft das denn jetzt zukünftig aus, wenn man hartnäckiger sein muss, versuchen muss, stärker mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und an dieses Potenzial zu kommen? Und wie viel Prozent unserer Innovationen tragen denn tatsächlich nächstes Jahr dazu bei, dass wir diese 10% erreichen? Leistungsinnovation und das Gleiche für Leistungspflege. Eine Strategie, die Ihnen keine klare Antwort darauf gibt, woher dieses Wachstum kommen soll, ist für mich keine Strategie. Und deshalb können Sie diese vier Felder, Kundenakquise, Kundenbindung oder Pflege, Leistungsinnovation und Leistungspflege, können Sie wunderbar dazu benutzen, Ihre Strategie mit Ihrem operativen Geschäft zu verbinden. Und das verstehen die allermeisten Unternehmen nach meiner Erfahrung nicht. Immer wenn ich das Modell vorstelle, sagen die, wow, da müssen wir ran. Das ist ein Riesenpotenzial. Genau so ist es. Und deshalb würde ich Sie gerne motivieren dazu, das mal auszuprobieren in einer Strategiedebatte. Sie können das auch für kleine Geschäftsfelder machen, muss nicht unbedingt für ganz Siemens sein, wenn man daran möchte. Kommen wir zum zweiten Thema. Meine Erfahrung zeigt, unsere Studien zeigen, dass Kultur spielt eine ganz besondere Rolle. Also welche Werthaltung haben die Mitarbeiter und welche Rolle spielt der Vertrieb in der Werthaltung der Mitarbeiter? Wir haben eine Untersuchung gemacht, die größte Untersuchung zur Spitzenleistung im Vertrieb bei 750 Unternehmen weltweit. Und das Nummer 1 Kriterium, was die Top-Performance-Unternehmen auszeichnet, ist, das Image des Vertriebs in diesen Unternehmen ist hervorragend. Jetzt frage ich Sie mal so, wenn Sie in sich hineinhorchen, was ist denn so mein Image vom Thema Vertrieb? Und ich möchte wetten, die meisten werden sagen, ja, so Klinkenputzen und Außendienst, vielleicht so fahren immer die dicken Autos, sind nie im Büro, man weiß nicht genau, was machen die den ganzen Tag. Das ist so das klassische Klischee des Außendienstmitarbeiters, der Mitarbeiterin. Und teilweise stimmen die, aber ich kenne mittlerweile viele Unternehmen, wo es eben nicht stimmt. Ich hatte eine schöne Anekdote erlebt, und zwar mit unserem MBA. Da unterrichten wir in Englisch. Da war ein Inder, und mit dem haben wir das Thema Image im Vertrieb diskutiert. Und da sagte der so, der war von Bosch, da sagte der so, I know what you mean. In Germany we call these people Sales-Fuzzis. Sales-Fuzzis, das ist ein internationales Wort offensichtlich. Und Sie merken, was ich meine. Ich glaube, wenn wir das Thema Vertrieb als Wachstumsmotor und Differenzierungsfaktor ernst nehmen, muss es positiv besetzt sein. Und da muss der Vertrieb dran arbeiten, dass er teilweise diese Arroganz aufgibt. Und da muss auch der Rest des Unternehmens daran arbeiten, dass sie mitwirken und sich verstehen als eine Maschinerie, die den Vertrieb unterstützt. Jeder Einzelne. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Baustein bei der Geschichte. Klare und optimierte Prozesse, das ist jetzt ein bisschen hardcore, ich beschreibe das kurz. Es geht nicht ohne, dass Sie endlich anfangen, den Vertrieb zu systematisieren. In dieser Studie, die ich schon erwähnte, kommt als drittes Kriterium heraus, die Unternehmen, die exzellent im Vertrieb sind, die machen eines, die systematisieren die Vertriebsarbeit.
Und meine Damen und Herren, alle, die hier Vertriebler sind, keiner von uns hat das gerne, dass Vertriebsarbeit systematisiert wird. Dass sie Accountpläne machen sollen, dass sie Protokolle schreiben sollen, dass sie all die Dinge machen. Das haben wir alle nicht gerne. Aber die guten Unternehmen zwingen ihre Leute dazu, genau das zu machen. Wie geht das? In aller Regel funktioniert der Verkauf so, dass ich versuche, in einem Markt erstmal Adressen zu generieren. Das ist Stufe 1. Dann versuche ich vielleicht einmal anzurufen, mache eine Mailing-Aktion, versuche einen Termin zu bekommen, fahre hin, präsentiere mein Unternehmen, hoffentlich so, dass der Kunde auch seine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen kann, mache irgendwann eine Offerte, komme dazu, dass die Offerte verhandelt wird, mache vielleicht einen Abschluss. Das hört sich toll an. Das Dumme ist, von dem hier bis zu dem verlieren Sie in jeder Stufe Kunden. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist der Ansatz für Systematik. Wenn Sie hier hingehen und sagen, wie viele Kunden haben wir eigentlich qualifiziert, wie viele von denen haben wir angemeldet, wie viele von denen durften wir besuchen und so weiter, dann können Sie Quoten ausrechnen. Man nennt das Konversationsraten. Und Sie können mit dieser Kenntnis über die Raten, wie viel Sie in jeder Stufe verlieren, können Sie es schaffen, dass Sie das Niveau, na vielleicht nicht so, aber zumindest so anheben. Dass Sie es schaffen, dass Sie mit Ihren Mitarbeitenden die 70% zu den Top-Performern heben, indem Sie in jeder Stufe Trainings anbieten, Checklisten anbieten und dafür sorgen, dass das, was die besten Leute von Ihnen machen, multipliziert wird. Und das funktioniert. Aber die meisten trauen sich nicht, weil die sagen, ah, Verkäuferinnen und Verkäufer, das sind Künstler. Entweder die können das oder die können das nicht. Das ist, wir müssen gucken, wir schauen auf die Umsatzzahlen, der Rest, da trauen wir uns nicht so richtig dran. Und teilweise ist ja auch die Führungsspanne so groß, dass sie gar nicht richtig ran können, weil sie gar nicht wissen, was machen die denn, wenn die beim Kunden sind. Ich sehe nur die Zahlen. So kann man nicht führen. Das nur als kleine Randbemerkung, ist heute nicht mein Thema.